Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan Serkum von den Frakta und ich bin in Contract Jack. Das Jack ist eine Abkürzung, steht, ich weiß gar nicht mehr, für was C steht, aber das, aber da, auf jeden Fall steht es für Just Another Killer. Also C, weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das der dritte Teil, oder man kann das sagen, Ableger der No One Lives Forever Reihe. Ja, kam kurz nach dem zweiten Teil raus, basiert auf der gleichen Engine. Aber wir spielen hier eben nicht unsere schnuckelige Agentin mit den coolen Gadgets und Ausrüstung. Wir spielen quasi die Gegenseite. Das ist ein Killer, der von den Bösen angeheuert wurde. Das Ganze wurde damals deswegen auch ein bisschen kritisiert, weil es ist deutlich vereinfachtes Gameplay. Wir müssen nicht herumschleichen, müssen nicht irgendwas dekodieren, sondern in erster Linie shooten, also schießen wir uns wie ein klassischer Shooter eben da durch. Den typischen Humor und Parodien hat es aber trotzdem. Deshalb finde ich das auch trotzdem keinen schlechten Teil. Gerade das Ende fand ich ziemlich ulkig. Ich will jetzt hier nicht spoilern, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich ohnehin alle drei Teile früher oder später mal am Wochenende mir Zeit nehme, die mal durchziehe, damit ihr das mal seht. Und jetzt schauen wir aber erstmal in Teil 3, also in Contract Jack rein, damit wir fürs Infrakta Games Archiv schon mal unser Video haben, damit ihr das mal kennt, ja, falls ihr das noch nicht kanntet. Naja, seht ihr direkt, Nolf, ja, No One Lives Forever 2 Style. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, also nicht irritiert sein über das komische Geräusch. Hier ist kein Alien rausgeschlüpft, das bin ich, wenn ich Kaffee trinke. Wake him up. Hey, asshole, wake up. Not like that, what are you, his mother? Slap him or something. Good morning, ass face. Actually it's, 7 PM, so, technically it ain't morning, per se. Shut your hole before I shovel dirt in it, Marvin. It's a figure of speech. Sorry. Now, where was I? Oh, yeah, raining on your parade. My boss has a message for you. Good evening. This is Louis Franco, your chief competitor. Sorry I can't be there in person, but my aunt just went to the hospital with a herniated disc. Poor old broad. Anyways, the reason my boys got you all tied up in that chair is because you've been cutting into my business. I don't have to tell you how tough it is to make a living as a criminal these days with the economy and all. There just ain't a lot of room for professional hitmen like ourselves. So you're retiring early. Boys, you know what to do. Make sure the son of a bitch suffers. Sorry, fella. Nothing personal. Marvin, give me the chainsaw. This way! Open the door! I said open it! All right, you asked for it! Cut him off! I'm hit! Ich glaube, es ist direkt ins Auge gefallen, dass wir hier nicht den komischen Kakadu am Anfang haben. Wir schleichen nicht herum, werfen Wurfsterne und schießen eine Leier dieser Armbrust, tasten ins Spiel rein. Nein, wir kloppen und schießen uns direkt los. Also ich persönlich finde das erfrischend, aber es gab viele von den jetzt Spielezeitschriften damals so, das ist ja gar nicht so, ja. So. Und wir müssen auch nichts mehr durchsuchen. Ja, das entfällt jetzt auch. Dass wir jetzt die toten Gegner durchsuchen müssen. Warum macht man das auf? Kann da nichts nehmen. Es sei denn, man würde sich da drin verstecken wollen, bevor die da reinstürmen, aber macht doch keinen Sinn. Man hat für den Überraschungsmoment für sich. Also in der Theorie. In der Praxis kann es sein, dass der schon anfängt zu schießen, bevor ich dich um die Ecke ist. Du alter Cheater. Moni ist immer willkommen. Da durften Entwicklerinnen sich scheinbar verewigen. Oder die Freundin von dem Entwickler. Habe ich eigentlich auch. Ja, das Interface oben ist auch, eben wie bei Teil 2. Ah, da ist sie doch.
Ich habe mich schon gewundert, wo sie ist. Oh, Desert Eagle. Ich brauche sie jetzt noch gar nicht. Ich persönlich bin ja bei einem Freund von mehr Feuerkraft. Sei denn die Muni. Find him quickly! Don't let him escape! Ah! I've got you now! You're mine, sucker! I've got him! Ah! Das ist halt so ein bisschen wie bei Snatch Schweine Diamanten, wenn der Desert Eagle da loslegt. Also ich mag ja das Spiel. Get this son of a bitch! Ah! This way! Also das Zimmergeschütz hat auf jeden Fall ordentlich Bums. Come on! Ah, das ist doch mal willkommen. Die, Sucker! Ich glaube ja persönlich, die Entwickler lieben 0, 1 und 2, aber sie wollten auch einfach mal wieder richtig Spaß haben. Das ist ja immerhin Monolith, von denen wir da reden. Und die haben ja unter anderem... Don't let him escape! Die haben ja unter anderem auch Teil 2 von Aliens vs. Predator gemacht. Unter anderem. Ja, die haben ziemlich viel gemacht. Sehr fleißige kleine englische Kerlchen. What's all that shooting? That Jack guy must have got away. How hard is it to chop up a guy with a chainsaw? Jeez. Das ist so. Manchmal denke ich ja, der Typ, der bei Monolith für die Texte zuständig war, ne, bei Teil 2 die Gespräche zwischen den japanischen Assassinen-Mädels, ist ja auch geil. Der hat später mit Guy Ritchie zusammen Filme gemacht, ne, Drehbücher geschrieben. Snatch, Schweine, Diamanten, Bube, Dame, König, Gras, Layer Cake, was noch alles von der, also, ja. Okay. Immer noch nicht? Schade, dass hier kein Spiegel hängt. Dann könnten wir so ein bisschen... Duke Nukem Hommage machen. Hail to the King, baby. Don't let him escape! Duke Nukem 3D hatte ich ja schon gezeigt, gell? Ja. Close it! Sogar in der... in der Version... Get down! Wow, Alter! So viel zum Thema Körperschutz. Look out! Eine Handgranate wäre hier Brand. Da. Brandgefährlich. Get this son of a bitch! Brandgefährlich. Get down! I'm hit! Es ist ja schwer hoffen, dass du getroffen bist. Ich verblas hier mehr Kaliber 45 durch die Tommy Gun als die Amis bei D-Day an der Normandie. Oh. Get this son of a bitch! Look out!
eat lead. Also so richtig überzeugt bin ich von der Schrotflinte ja nicht. Ich nehme lieber wieder die Tommy Gun. Da weiß ich einfach, was ich habe. Wow, okay, 350 ist Max. Ah, mehr Körperschutz. Sehr willkommen. Kann man eigentlich die Kasse mitnehmen? Nein. Ja was, ich bin bei den Bösen, da darf ich ruhig mal die Kasse plündern. Berühmtes Bild. This way! Out of my way! Tja, das war's wieder mit dem Körperschutz. Na, immerhin, da liegt wieder heil gedönst. Wir verstärken, weil sie sind abgehauen. Close in! I've got him! Auch für die Schrotflinte. Cut him off! Auch für die Schrotflinte und die Pistole. I've got him! I'm hit! You're mine, sucker! Doesn't get to his car. The rest of you come with me. Get the son of a bitch! Also mit dem Hinterhalten müsst ihr echt noch üben. Aber mein Körperpanzer ist schon wieder weg. Oh, Mann. Don't let him escape!